So sah es damals aus. Basic für dich. Jeder kann mit dem Computer umgehen. Sogar mit Diskette. Ist das gute Stück? Teils Nikotin, teils natürliche Vergilbung, würde ich sagen. Commodore 64, der hat 64 Kilobyte Hauptspeicher. Himmel, Kilobyte, das ist wahrscheinlich etwas weniger als meine Uhr. Ja, dazu gehört als Wichtigstes ein Fernseher. Die ist hin. Damit. Machst du jetzt? Ich füge jetzt noch zwei Zeilen dazu. Und wenn man schnell hinguckt, sieht man, dass er jetzt zwischen den Hallo Welts die Zahlen immer wieder eins höher zieht. Kleinste denkbare Zielprogramm. Konnte man mit diesen Rechnern schon ein Virus schreiben? Ja, es hatte nur wenig Sinn, ne? Weil es für C64 ist die einzige Möglichkeit, Viren zu verbreiten, wirklich über die Floppy gewesen. Alles andere ging nicht. Du hast mir erzählt, Bach und Einstein waren Hacker. Was verstehst du darunter? Bach in jedem Fall, weil er innovativ an Musik rangegangen ist und seine Musikstücke mathematisch aufgebaut hat. Die sind zum Teil wirklich rechnerisch konstruiert. Und das ist ein komplett neuer Ansatz, den vor ihm kein anderer gehabt hat. Und das erfüllt eigentlich die Definition, die ich vom Hacker habe. Dass er halt sich Vorhandenes anguckt, was Neues dazu tut und daraus wieder was komplett Neues, anderes schafft, in eine andere Richtung schafft, eine neue Perspektive, neue Mission, neue Vision, was auch immer. Und bei Einstein erklärt sich's von selbst. Eigentlich. Ne? Der hat ja auch um seine Theorien überhaupt formulieren zu können, musste er Teile der Mathematik einfach neu erfinden, dass sie passen. Und das ist auch so ein Bestandteil. Wenn mir etwas fehlt, dann mache ich es mir. Das ist auch ein typisches, also ein Hacker muss immer irgendwie kreativ an Probleme rangehen und Standardlösungen möglichst ausweichen. Das ist auch so, ja, eine Geschichte, die unabdingbar ist eigentlich. Sonst würde man auf manche Ideen gar nicht kommen. Das ist mein Büro. Das ist mit Telefon. Funktioniert sogar. Aber kein Internetanschluss. Keine Flatrate. Und hier kann ich dann Durchsagen machen. Das mache ich aber meistens, wenn ich den Bunker wieder zumache. Es könnte ja sein, dass sich hier Kinder drin verstecken. Man hat das nicht mitgekriegt.
Und wenn man den dann zumacht, dann sollten wir, sage ich immer an, hier Raum 111 steht ein Telefon, ruft die Feuerwehr an, die holt euch wieder raus. Achtung, Achtung, hier spricht der Schutzraumwart. Hier spricht der Schutzraumwart. Ne, Musik geht auch, Radio zur Beruhigung der Leute. Und wenn ich mal manchmal Führungen mache, dann lasse ich mir immer eine Dose Konserven mitbringen. So als Eintrittsgeld nach dem Motto, was möchtest du denn als letztes essen? Und das sind wirklich alle Lebensmittelvorräte, die hier zurzeit lagern, sind die drei Konservendosen da oben. So. Okay. 88%. Ich habe 20 Jahre lang habe ich mich beworben, also schon zu der Zeit, wo ich bei der Freiwilligen Feuerwehr war. Immer wenn ich mal auf dem Bezirksamt war, Ausweis verlängern, sonst was machen, bin ich immer zum Zivilschutz gegangen und habe da angeklopft, gesagt, ich will Schutzraumwart werden. Und früher war das halt so ein Job, den haben sich die Behördenmitarbeiter untereinander so zugeschoben, weil es ein paar Euros extra gibt. Und irgendwann war es dann halt 3 Wochen vor dem ersten Überfall auf den Irak. War ich wieder da und peng, zack, ist gerade einer in Rente gegangen. Bin 2 Tagen, hatte ich meine ersten beiden Schutzräume. Und den hier habe ich dann später gekriegt. Kriegst du manchmal einfach so her? Ja, ich muss ja regelmäßig hier gewisse Wartungsaufgaben machen, Kontrollgänge machen und so. Und habe ich immer Schließzylinder eingelagert. Ich habe mal 3000 Schlösser gekauft. Die kriege ich zu Hause vom Gewicht nicht in der Wohnung unter. Die habe ich dann hier reingepackt und so. Deshalb komme ich dann auch regelmäßig vorbei und hole mal Schlösser ab. Mache die allgemeinen Wartungsgeschichten und so. Aber ich bin hier jetzt nicht der den ganzen Laden technisch. Also ich habe das alles noch nicht mal voll im Gang gehabt, weil einige Geräte sind seit Jahren nicht gelaufen. Und das ist mir dann auch zu heikel ohne Fachleute. Wieso hast du nicht so lange beworben? Warum willst du das unbedingt machen? Ich fand das cool. Du kriegst Fläche dazu, hast Möglichkeiten, mal was irgendwie zu machen, wenn du deine Ruhe haben willst und musst nichts für bezahlen. So. Einem Hamburger Computerclub ist es gelungen, über BTX an das Schlüsselwort einer Hamburger Bank heranzukommen und diese um 135.000 Mark zu erleichtern. Wir haben einfach in den Decoder-Informationen den von der Post zur Verfügung gestellten Speicherraum voll ausgenutzt, bis auf das letzte Zeichen. Und da traten dann sehr merkwürdige Effekte auf, dass Daten, Fremddaten, praktisch von der Seite angesogen wurden. Dann ist plötzlich die Kundennummer der Hamburger Sparkasse aufgetaucht. Genau, das war die Nummer. Und dann haben Sie angefangen zu spielen? Wir mussten dann erstmal rauskriegen, von wem das die Nummer ist, weil das ist also alles etwas wirr auf solchen Seiten, die eben durch Systemfehler erzeugt werden. Und das hatte man aber dann doch schon einigermaßen schnell raus, dass es eben die Zugangskennwörter für die Hamburger Sparkasse war. Ne, wir haben mal gemerkt, welche Möglichkeiten man hat. Und Bildschirmtext war damals halt unser Kritikpunkt, weil es war so, dass es Telefonanschluss hieß unbegrenzte Haftung. Also man hat mit einem Telefonanschluss praktisch ein Darlehen der Post bekommen, welches unbefristet war. Das heißt, wenn bei dir eingesprochen wurde und der Einbrecher hat 30.000 Mark auf deiner Telefonrechnung verdaddelt, dann haben die sich das Geld geholt und dir auch das Haus weggenommen, wenn du das Geld nicht hattest. Und damit war also ein unbeschränktes Kreditsystem etabliert, was dann eben auch auf BTX überging. Und das hat halt viele Missbrauchsmöglichkeiten gegeben. Und wir haben halt gefordert, dass es eine Beschränkung braucht.
Am normalen Tag stehe ich zwischen 10 und 12 auf, also AM, eine Handvoll Liegestütze, unter die Dusche, duschen, Klamotten an, erst dann an die Rechner. Das muss ich mich zu zwingen, weil ansonsten bin ich bis um 3 nachmittags nicht angezogen. Und dann mache ich meine Sachen, mache meine Morgenroutine und gehe für den Hauptteil des Tages raus. Bin draußen, komme gegen 10, 11 abends nach Hause und mache dann bis morgens um 4, 5 meine Arbeit. Weil das die Zeit ist, an der ich mich am besten konzentrieren kann. Ich habe es anders versucht, ich habe für Firmen gearbeitet, ich war nicht so effektiv. Ich bin kein Morgenmensch, ich bin ein Morgenmuffel, ich hasse Morgen. Ich kann abends aufbleiben, wie ich will. Ich habe kein Problem, 36 Stunden wach zu sein, aber morgens um 7 Uhr aufzustehen, oh mein Gott. Das konnte ich noch nie. Die Schule war die Hölle. gab es diese Sternstunde, dass ich vor meine Familie trat und die sagte, ich werde Hacker. Und wenn ich Hacker geworden bin, dann gehe ich zurück nach Japan. Mein gesamtes soziales Umfeld hat es entweder für verrückt oder für, ja, das geht vorbei, gehalten. Als ich tatsächlich im Flieger war, waren mehr als ein Dutzend Leute wirklich verblüfft. Wobei ich sagen muss, dass ich glaube, ohne diese Leute, die gesagt haben, du spinnst, oder, das ist unmöglich, meine Familie hat Gott sei Dank nie gesagt, du spinnst, hätte ich es nicht durchziehen können, weil dieses, es geht nicht, hat mir einen unglaublichen Drive gegeben. Es war genauso wie alle, die sagten, es geht nicht, dass du den gleichen Virus auf 5 Plattformen ausführen lässt. Dieses, ich zeig's euch, ist einfach eine unglaubliche Motivation. Die Frage war, ist es möglich, einen Virus oder einen Wurm zu konstruieren, der auf allen Betriebssystemen läuft, auf allen größeren? Und da gibt es verschiedene Ansätze zu. Gerade bei Viren. Viren sind inzwischen auch dazu in der Lage. Aber damals meinten mehr oder weniger alle Leute, mit denen ich sprach, vor allem aus der Antivirenindustrie, das ist nicht möglich. Und ich habe eine Schwachstelle gefunden oder einen Weg gefunden, es möglich zu machen, nämlich mit Hilfe eines sogenannten Frameworks, also einer betriebssystemübergreifenden Plattform, die auf allen Betriebssystemen läuft. Das kann man finden, wie man will. Manche sagen, es war genial, manche sagen, es war Schummeln. Im Endeffekt, der Wurm, den ich geschrieben hatte, lief unter OS 10, also Mac, Windows und Linux, und zwar sowohl unter XP als auch Vista. Und auch unter BSD lief er auch. Das war im Schwarzmarkt Hamburg im Herbst 83. Da waren es die ersten Treffen des Chaos Computer Clubs in so einem Buchladen, linke alternative Szene. Ja, und ich kam hin, um Kennwörter zu tauschen eigentlich. Und stellte dann aber fest, ich war der Einzige, der online war. Ich dachte, das musste irgendwie ändern. Ne? Und dann bin ich mit Wau zusammen essen gegangen, Bacchus zum Griechen. Und er erzählte halt so aus seiner politischen Richtung, ja, Computer auch in die Hand des Volkes, dass nicht nur der Staat mit Computern seine Bürger
nicht überwacht, sondern protokolliert. Mit, Überwachung war das noch nicht so weit damals. Und ich kam halt von der medialen Seite ran und habe gemerkt, es ergänzt sich wunderbar. Wir haben beide eigentlich so den gleichen Traum und haben uns auf Anhieb verstanden. Und ja, so fing das an. Was war euer gemeinsamer Traum? Ja, die Netze zu erobern und sie auch für die Bürger nutzbar zu machen. Um eine Transparenz von Bürgerseite über den Staat zu ermöglichen. Also das, was wir jetzt haben. Die erste Geschichte, wo wir es wirklich gemerkt haben, dass das Netz auch als Bürgerinformationssystem da ist, war Tschernobyl. Als Tschernobyl uns um die Ohren geflogen ist, waren die ganzen herkömmlichen Medien, die hatten alle keine Informationen, die haben nur mit Gerüchten gearbeitet. Aber in den schon da zu der Zeit existierenden Mailbox-Netzen hat jeder das, was er von seiner Uni oder so an Strahlenberichten, an Hintergrundberichten hatte, im Netz transparent gemacht. Und damit war das Netz das erste Mal wirklich mit einem Informationsvorsprung vor den Journalisten und allen herkömmlichen Medien da. Hier sind noch einige Netze, die 4. OG oder 20. OG als Name haben. Vermutlich die Hochhäuser vor uns. Etage 3. Shay. Unglaublich. Mit Wiesbaden gar nicht zu vergleichen. Fast alle ungesichert. Hotelnet, T-Mobile. Also die letzten 5 Minuten, seitdem das MacBook an ist, haben wir allein 200 verschiedene Netze. Von denen Pi mal Daumen 10% völlig ungesichert sind. Jedoch sind das meistens T-Mobile Hotspots oder ähnliches. Also beabsichtigt ungesichert. Und dann gibt es noch einige schlecht gesicherte. Und das ist bestimmt nicht beabsichtigt. Wenn ich jetzt Passwörter über einen Hotspot schicke von T-Mobile oder Vodafone, ist völlig gleich, und jemand anderes hängt auch im Netz, kann er diese Passwörter abfangen. Richtig kritisch wird es dann halt erst bei Bankgeschäften etc. Weil im Prinzip kann man den Rechnern im Netz sagen, sie sollen bitte alle Daten über den eigenen, also meinen Rechner schicken. Und die meisten Passwörter etc. gehen halt unverschlüsselt und selbst wenn es verschlüsselt wäre, gibt es Möglichkeiten, es aufzubrechen. Was sagt dir Bad Bunny eigentlich? Das ist nicht dein Ernst, die Frage, oder?
Du weißt, dass ich damit gewirkt habe. Okay. Das finde ich lustig, dass du das fragst. Bad Bunny war ein Computer-Virus-Wurm, wie auch immer man es definieren möchte, der sich auf Open Office verbreiten konnte, plattformunabhängig. Das heißt, Open Office läuft auf Windows, Mac, Linux und möglicherweise noch anderen etwas exotischeren Plattformen. Und je nachdem, auf welchem dieser Systeme dieser Code gestartet wurde, startete sich ein weiteres Skript, das genau für diese Plattform geschrieben war. Ich habe den Teil für Mac übernommen in Ruby, ein anderer hat den Teil für Linux übernommen in Python und wieder ein anderer hat den Teil für Windows übernommen, wenn mich nicht alles täuscht, in Batch. Dieser Virus, nennen wir es mal so, war im Prinzip nur möglich, da OpenOffice eine interne Skriptsprache hat, die eben so mächtig ist, auch auf das Dateisystem zuzugreifen oder externe Applikationen zu starten. Und war eben ein Projekt aus etwa 5, 6 verschiedenen Leuten, die zusammenarbeiten, um eben den ersten plattformunabhängigen OpenOffice-Virus-Wurm zu schaffen. Was hier steht. Hochspannung. Da unten. Da unten. Nee, nee. Doch. Da springt ein Funken über. Ah ja, wie soll das gehen? Das erzähle ich dir hinterher, wenn ich die auf der Bar habe. Okay. Ey, Leute. Meistens entwickle ich Ideen für neue Projekte völlig spontan. Das kann zum Beispiel sein, wenn ich über irgendeinen anderen Virus lese, sei es, weil den Antivirenfirmen wirklich ITW, also In the Wild, gefunden haben. Das heißt, er war im Umlauf, er hat Rechner befallen. Überprüfe, ob ich sie selbst imstande bin, umzusetzen. Oder es wird über Viren berichtet, die zum Beispiel Bankdaten stehlen. Dann wäre es durchaus mal interessant zu schauen, ob man einen Virus programmieren kann, der zu sowas imstande ist, also gezielt bestimmte Kommunikationswege abzufangen. Und so probiere ich im Prinzip nachzuprogrammieren, was andere gemacht haben. Und dabei entwickeln sich dann oftmals auch eigene Ideen. In denen ich stark bin, an denen ich auch gearbeitet habe, sind zum einen Schadcode, Viren, Würmer zu nehmen und genau herauszufinden, was sie machen. Was sehr wichtig ist, um sich dagegen zu schützen. Das heißt, ein neuer Wurm kommt auf, ein neuer Virus kommt auf. Das Ding verbreitet sich im Netz und greift Leute an. Wir müssen als erstes einen Schritt wissen, was macht dieses? Was macht dieses Schädliche? Und was der Virus wirklich macht. Und das kann sehr einfach sein, wenn er nicht geschützt ist. Aber die Leute, die Viren schreiben und Würmer schreiben, sind inzwischen so weit, dass es teilweise sehr, sehr schwer wird, herauszufinden, was das Programm wirklich veranstaltet. Weil sie natürlich wissen, dass wir versuchen herauszufinden, was der Schadcode machen soll. Und dann die entsprechenden Stellen verstecken oder tarnen.
oder unzugänglich machen oder versuchen, unsere Werkzeuge zu erkennen, den Computer zum Absturz zu bringen. Da gibt es viele Tricks. Wir werden jeden Tag mehr. Und das ist eine Sisyphusarbeit. Wir haben inzwischen Polymorphismus, wir haben Metamorphismus. All diese Strategien führen dazu, dass die Antivirenprogramme eigentlich ein Virus nicht mehr erkennen können als solchen. Sie können nicht mehr sagen, es ist der. In den letzten Jahren haben sie sich dann langsam darauf besonnen, dass man ja auch bestimmte Merkmale im Virus erkennen könnte oder im Wurm. Ich sage einfach Virus ab jetzt an, weil das der Urbegriff ist, den die meisten kennen. Und dass sie deswegen nach diesen Merkmalen angefangen haben zu suchen. Aber die Erkennungsrate ist so schlecht, dass es einfach nur peinlich ist. Der Wurm, den ich geschrieben hatte, ist nicht gesichert, ist nicht... Jedes halbwegs gute Erkennungssystem müsste ihn erkennen. Als ich ihn fertig hatte, habe ich ihn gegen 30 Antivirenlösungen, ungefähr 30, getestet. 2 haben ihn erkannt, die anderen 28 haben ihm einen völligen Freipass gegeben. Das heißt, es war offensichtlich, dass die Antivirenfirmen nicht etwa, wie ich es erhofft hätte, mein Beispiel genommen hätten, um sich einzustellen, um alle Beispiele dieser Art zu erkennen, sondern sie haben einfach nur eine Signatur erstellt und mit dieser Signatur dann meinen Wurm erkannt. Und sobald sich der Wurm ein wenig verändert hatte, waren wieder alle blind. Ich finde, Hacking und Programmieren im Allgemeinen ist Kunst. Oder sehr, sehr ähnlich mit Kunst, sehr mit Kunst vergleichbar. Einfach aus dem Grund, wie arbeitet ein Maler? Der Maler hat sein Material, seine Farben, er hat sein anderes Material, seine Leinwand, er hat seine Werkzeuge, seine Pinsel und er hat eine Idee. Und mit Hilfe der Werkzeuge setzt er seine Idee im Material um. Wenn ich etwas programmiere, sei es ein Werkzeug oder eine Applikation oder halt ein Wurm, habe ich eine Idee, ich habe meine Materie, das ist der Computer, und ich habe meine Werkzeuge, das sind Programmiersprachen. Und ich setze meine Idee mithilfe der Werkzeuge auf der Materie um. Das ist genau der gleiche Vorgang. Es gibt hunderttausende Möglichkeiten, das exakt gleiche Programm zu schreiben. Wenn man sich anschaut, wie Menschen Programme schreiben, oder auch wenn man Viren auseinandernimmt im Reverse Code Engineering, man erkennt schnell wie eine Handschrift. Und man kann eventuell nicht sagen, ist es Monet oder wer ist es, wer hat dieses Bild gemalt, dann würde sagen, ist es ein Impressionist oder ist es kein Impressionist. Wenn ich mir ein Virus anschaue, weiß ich meistens nach 10 Minuten, hat es ein Profi gemacht oder hat es ein Amateur gemacht. Man sieht die Unterschiede. Persönlich mit Kunst, ich liebe Musik. Ich liebe Fotografie, gerade von Menschen. Ich kann mit gemalten Bildern nicht viel anfangen, aber... Da haben wir alle unsere Präferenzen. Ich würde es nicht in Kunst und Nicht-Kunst unterteilen. Ich würde einfach sagen, es gibt Dinge, die machen das Leben lebenswert und auf die sollte man nicht konzentrieren. Und der Rest ist Ballast.
zu dem Zeitpunkt, als ich meine Spielchen mit den Großrechnern getrieben habe, war das zweite Wirtschaftskriminalitätsgesetz noch nicht in Kraft. Das heißt, es war Leistungserschleichung der Rechnerzeit. Ja. Und das war es eigentlich. Ne? Das war so nach deutschem Recht so richtig nicht strafbar. Ne? Das war aber auch völlig egal. Man hat ja auch selbstverständlich niemals daran gedacht. Entschuldigung. Man hat auch selbstverständlich niemals daran gedacht, dass man mal erwischt werden würde. Man hat ja auch, ich schaff's ja immer rechtzeitig raus und verfolgen kann mich eh keiner. Ja, und dass das so vielleicht nicht unbedingt stimmte, das war den meisten nicht klar. Man hat dann einfach nachgeguckt, komme ich mit meinem Trick rein. Dann wurde ein Chatprogramm aufgespielt auf den Rechner und dann trödelten nach und nach andere Hacker rein und man hat einfach geschattet. Das war alles, was mit den Kisten gemacht wurde. Mehr war nicht. Ne? Der Einzige, der was anderes gemacht hat, war ich wohl mit meinen Apfelmännchen. Also da habe ich mit 8 Rechnern, von denen ich wusste, dass sie offen waren, verteiltes Rechnen geübt und Apfelmännchen immer Zeile für Zeile von jedem einzelnen Rechner berechnen lassen und dann auf meinem C64 zusammengesetzt. Also auch nur schon offene ausgenutzt. Ne? Ich wusste, da passt der Zauberschlüssel. Begeisterung für Computer, die beschäftigt dich dein Leben lang, wenn du Feuer gefangen hast. Hat wahrscheinlich auch was mit meiner Persönlichkeit zu tun. Wenn ich erstmal Feuer gefangen habe, dann bleibe ich am Ball und ziehe ich das durch. Und das war bei Computern, damit fing das zum Beispiel an. Ich arbeite als Penetrationstester. Ein Penetrationstest in einem vernünftigen Umfang, um Sicherheit zu erreichen, dauert lange. 2, 3, 4, 5, 6 Wochen. Manchmal geht so ein Prozess über Monate. Kommt immer darauf an, was willst du erreichen. Das ist der entscheidende Punkt dabei. Chronologisch kommt es darauf an, was für eine Bedürfnisse hat das Unternehmen. Du kannst sagen, zum einen, wir wollen das komplette Programm haben. Wir wollen einen Blackbox-Test haben, wir wollen einen Whitebox-Test haben. Blackbox-Test wäre quasi, um das ganz kurz abzurunden, du musst dir alle Informationen und auch die Techniken so aneignen, beziehungsweise die Techniken so benutzen und die Informationen so aneignen, wie das der professionelle Angreifer draußen auch tun würde. Egal woher. Aber diese Einbrüche sind ja bekannt, die kennen wir ja. Und genau das Gleiche musst du auch tun. Beim Whitebox-Test bist du so ein bisschen der Streichler. Also du gehst etwas sanfter vor, du bekommst schon Informationen zugespielt und schaust, ob gewisse oder mögliche Sicherheitsrisiken schon bekannt sind oder ob Sicherheitspolicies schon umgesetzt sind. Das machst du halt bei einem Whitebox-Test. Du musst festlegen, wer ist für was verantwortlich, was wird wann durchgeführt. Und entscheidend ist halt auch, eine Sicherheit dafür herzustellen und das sauber zu dokumentieren. Und aus dem, was das Ergebnis ist, musst du lernen. Und das musst du im Unternehmen tun. Und dazu musst du bereit sein. Die Seite sieht kein Mensch, die Ärmel sieht kein Mensch. Du brauchst also nur die Vorderseite bügeln.
Und der Rest knittert sowieso im Laufe des Tages. Ergo, man bügelt die Vorderseite und ist dann quasi fertig. Und das ist. Du meinst, gebügelt müsste es schon sein. Na, also so muss es wenigstens schon sein, wenn der sieht schon besser aus. Gepflegt aussehen, vernünftig aussehen. Und dazu gehört nun mal auch ein gebügeltes Hemd. Oder ein vernünftiges, neutrales, gebügeltes Shirt. Genau. Und dafür habe ich jetzt gesorgt. Ergo, ich habe die Alternative für morgen früh, was ich trage. Man muss sich das so vorstellen, du gehst durch eine Straße. Du gehst durch eine Straße und du möchtest eine Zigarette rauchen. Du stehst an einer Hauswand und merkst gar nicht, dass du praktisch an einer Balkontür lehnst. Ja, zündest dir gemütlich deine Zigarette an, plötzlich macht es wupp, die Balkontür geht auf. Was passiert logischerweise? Du fällst rein. Du wolltest aber gar nicht reinfallen. Ist das jetzt ein Einbruch? Wenn zum Beispiel Heise Online plötzlich down ist, gar nicht mehr verfügbar. Ursache hierfür wäre dann eine Distributed Denial of Service Attacke. Bedeutet im Einzelnen, dass wir hier von einer sehr, sehr großen Schlagkraft reden können, die gegen entweder einen einzelnen Server oder eine einzelne Applikation gefahren wird, indem man zum Beispiel, und der Unterschied ist zu Botnetzen, dazu werden wir nachher auch noch kommen, indem man ganz gezielt Rechner infiziert, um diese dann zur Steuerung von etwaigen Angriffen zu verwenden. Diese Methode ist zulässig und der Tunnel steht permanent und die Daten zwischen Datenbanken werden abgeglichen. Sind Sie da irgendwelche Angriffsziele? Erstmal.